Hallo, liebe Freunde des pomadigen Seitenscheitels und der verspiegelten Fliegerbrillen. Hier ist er wieder, euer Ashtar. Ihr seht's, die Zeichen stehen auf Party, denn heute gibt es eine Show, auf die ich mich schon ganz lange freue und die euch auch schon lange versprochen war. Und heute bekommt ihr sie. Ist doch klar. Wie immer betone ich, hier gibt es nicht die Wahrheit. Hier gibt es nur meine ganz persönliche Perspektive auf die Welt, die Politik und die deutsche Gesellschaft. Wenn ihr die Dinge anders seht als ich, dann tretet doch bitte respektvoll in den Debattenraum ein und beleidigt weder mich noch einander. Und lasst uns gemeinsam feiern, dass wir nicht alle gleich sind, sondern jeder seinen eigenen Dickkopf hat. Danke. Und wie immer vielen Dank für eure Spenden. Ihr wisst, ohne die könnte ich das hier nicht machen. Und geil, dass ihr den Deframing-Merch-Shop für euch entdeckt habt. Unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, schickt mir doch ein paar Fotos von euch in euren Deframing-Merch und dann lade ich die hoch. Wenn ihr Bock habt, verpixelt ihr eure Gesichter. Wenn ihr nicht erkannt werden wollt, könnt ihr es auch dazu schreiben, dann verpixel ich die selber. Wenn ihr keinen Bock auf so ein Spökes habt, dann scheißt halt drauf. So. Was geht heute ab? Ah ja, genau. Ansonsten teilen, liken, abonnieren und die Glocke läuten und dann geht's auch schon sofort los. So, liebe Erdenbürger, beginnen wir diese Sendung mit einer kleinen Erinnerungsübung. Könnt ihr euch noch an diesen Skandal aus dem Zusammenhang der Schweinegrippe-Pandemie von 2009 erinnern? Aus dem Merkur. Schweinegrippe. Politiker und Bürger anders geimpft. Berlin. Eine Woche vor Beginn der Massenimpfung gegen die Schweinegrippe sorgt die Beschaffung unterschiedlicher Präparate für Politiker und die Bevölkerung für Aufregung. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte, so entstehe der falsche Eindruck einer Zweiklassenmedizin. Die Informationspolitik von Bundesminister Wolfgang Schäuble sei sehr dumm und in der Außenwirkung verheerend gewesen. Lauterbach wirbt für Impfung. Auf Kampagne der Pharmakonzerne hereingefallen. Tja, was soll man dazu noch sagen? Der gute Herr Dr. Wolfgang Schäuble scheint's nicht so zu haben mit diesen Fake-Pandemien. Da ist ihm doch jetzt im Zuge der Corona-Pandemie wieder ein informationstechnischer Fehltritt unterlaufen, der auch sehr dumm und in der Außenwirkung verheerend gewesen ist. Wird doch überall geleugnet, dass das Tragen dieser Masken irgendwelche gesundheitlichen Risiken berge, vor allem nicht für Kinder in der Schule, die sollen die ganze Zeit tragen. Die sind ja sowieso am heftigsten betroffen von der ganzen Nummer. Am besten tragen wir sie draußen auf der, tragen wir sie im Auto, tragen wir sie einfach, auch wenn wir schlafen. Dann sind wir sicher, ja? Schreibt jetzt hier Wolfgang Schäuble als Empfehlung für seine Bundestagsabgeordneten zum Tragen der Maske. Bereits nach 30 Minuten Tragedauer kann es je nach Art der Mund-Nasen-Bedeckung zu einem signifikanten Anstieg der CO2-Werte im Blut kommen, da die ausgeatmete Luft unter Umständen nicht so gut entweichen kann. Ein ständiges Aus- und Wiederanziehen der Mund-Nasen-Bedeckung ist aber auch nicht sinnvoll, da so das Risiko einer Kontamination erhöht wird. Zwischendurch sollte man sie also zum Durchatmen eher unters Kinn schieben, aber weitertragen. Was sollen wir denn davon bitteschön halten? Ist das auch wieder so eine Zweiklassen-Informationspolitik? Den einen sagt man, na, ist nicht am besten, machst du hier, lüftest du immer mal. Und die anderen sagen, hey, ihr müsst tragen die ganze Zeit. Na egal. Gehen wir wieder zurück ins Jahr 2009 und gucken nochmal, wie das bei der Schweinegrippe so war. Da gab es dann nämlich diesen Skandal hier. Spiegel Gesundheit. Ignorierte Impfstoffrisiken. Nebenwirkung. Vertrauensschwund. Der Pharmakonzern GlaxoSmithKline hat Hinweise auf Nebenwirkungen seines Schweinegrippe-Impfstoffs ignoriert. Das ist doppelt fatal. Für die Betroffenen und für die Debatte um Impfungen allgemein. Jetzt steht hier geschrieben am 21.09.2018, Rückblick auf die Schweinegrippe. Rückblickend war die Schweinegrippe-Pandemie in Wahrheit eher eine weltweite Massenhysterie. Heute kann man kaum noch glauben, dass alles wirklich so passiert ist, wie es passiert ist. Man kann nicht fassen, dass niemand irgendwann auf den Tisch gehauen und gesagt hat, Leute, jetzt wacht doch mal auf! Das steht hier. Spiegel Gesundheit. Tja. Egal. So, und bevor wir in dieser Sendung wirklich ans Eingemachte gehen, schauen wir uns doch nochmal die neuen offiziellen Zahlen an. Was haben wir denn hier? Vom Statistischen Bundesamt die aktuellen Sterbefallzahlen für Deutschland. Oha, wir sehen hier
eine kleine zweite Welle vielleicht, was auch immer es sein soll. Ansonsten tut sich da eigentlich immer noch nichts. Ah, okay, und hier finden wir dann im Begleittext finden wir dann die Erklärung. Kalenderwoche 33, das ist glaube ich der 10. bis 16. August. Da sind mehr Leute gestorben als sonst wegen der Hitzewelle. Es hat mit Corona nichts zu tun. Man sieht hier unten, die Corona-Toten bleiben weiter da auf dieser Linie kleben, die eigentlich da, wo Null steht. Aber die Medien schreiben doch die ganze Zeit Panik. Wie passt das zusammen? Ich weiß es nicht. Müsst ihr die fragen. So. Dann schauen wir hier nochmal, warum die Kids in der Schule auch beim Sportunterricht Maske tragen müssen. Oh ja, wir sehen nach wie vor, unsere ganze Gesellschaft ist in Gefahr. Die größten Sterbequoten liegen bei den 80- bis 90-Jährigen. Und dann rechnen wir mal kurz. Naja, da hat sich nicht viel verändert. Also, insgesamt sind in Deutschland seit Ausbruch der Pandemie 37 Menschen unter 40 Jahren mit, nicht an, Covid-19-Infektion gestorben. Es lebe der Ausnahmezustand. So, am Samstag war Querdenken in Köln und trotz des Wetters haben wirklich viele Menschen ihren Weg zur Deutzer Werft gefunden. Es war einfach nur wunderschön. Vor allem aber war auffällig, wie schön die Menschen vor Ort waren. Das war keine Zusammenrottung der aussortierten und bereits abgehängten hässlichen Versager unserer Gesellschaft, über die man sich herrlich intellektuell erheben kann, auch noch als bildlesender Alkoholiker. Nein, es waren gesunde, gut gekleidete und größtenteils sehr telegene Mittelstandsexemplare. Und was mich am meisten gefreut hat, es waren auch sehr junge Menschen und wahrscheinlich sogar Studenten vor Ort. Was ich allerdings diesmal nicht gesehen habe, waren Reichsbürger. Das neue Sicherheitskonzept sieht vor, dass sich die Polizeikollegen getrennt im Fahrzeug aufhalten. Eine Person auf dem Vordersitz und eine Person auf dem Rücksitz. Und da werde ich einen Adrian unterstützen und ich hoffe, dass viele auch morgen nach Nürnberg kommen, die nicht in Stuttgart sind. Weil wir müssen in Bayern hier wirklich ganz klare Zeichen setzen. Stefan, ganz kurz, hol Stefan mal unseren Mann, bevor es sofort weitergeht. Und dann wurde mir doch noch ein Foto zugespielt, für welches ich mir direkt die exklusiven Rechte gesichert habe. Hier exklusiv der einzige Reichsbürger bei der Querdenken-Demo in Köln, während er voller Inbrunst We Shall Overcome gesungen hat. Dann mal was anderes. Ich hatte ja kürzlich diese seltsame Sarah Bosetti und ihren Bildboykott-Beitrag zerstört. Die ersten zwei Tage brauchte man nur bei YouTube Sarah Bosetti eingeben und meine Zerstörung war ganz vorne mit dabei. Dann auf einmal war es unter dem Suchbegriff Sarah Bosetti unauffindbar. Und ich frage mich immer noch... ...dass mein Video von YouTube gebannt wird. Der nächste Beitrag von Bosetti ist auf dem ZDF Alles außer Comedy-Kanal veröffentlicht. Und seid ihr sicher, Bosetti, auch den werde ich zerpflücken. So, dann kommen wir zur ganz großen Frage des Jahres 2020. Ach so, vorher noch was. Habt ihr auch davon gehört, dass sich unser Gesundheitsminister Jens Spahn in Zeiten der Krise, wo er dem gemeinen Volk erzählt, man müsse jetzt den Gürtel enger schnallen und man hat halt jetzt dieses Virus und ja, da kommt man halt existenziell in Bedrängnis und so, sich mit seinem Mann eine Luxusvilla im Wert von 4 Millionen Euro geschossen hat? Und nicht nur das, seine Anwälte haben angeblich jetzt die politische Verfolgung all jener YouTuber eröffnet, die es gewagt haben, darüber zu berichten. Da fällt mir doch nur eins ein. Okay, kommen wir zur absolut ketzerischsten Frage des Jahres 2020, die wir auf die absolut ketzerischste Art und Weise beantworten werden, die sich das deutsche intellektuelle Gutmenschentum nur vorstellen kann.
ist 2020 das neue 1933? Nein? Sehr gut. Aber vielleicht ist 1929 jetzt. Okay, um das herauszufinden, müssen wir uns doch fragen, wie waren eigentlich die Zustände zu dieser Zeit wirklich? Und was hat Hitler die Menschen in die Arme getrieben? War es wirklich, wie man uns oft erzählt hat, nur die Massenarbeitslosigkeit, der Hitler glaubhaft den Kampf ansagen konnte? Für mich persönlich schwer vorstellbar, denn ich glaube nicht an Monokausalitäten. Mit anderen Worten, das Leben spielt keine einzelnen Töne, das Leben spielt Akkorde. Auf der Suche nach Antworten bin ich auf das folgende historische Dokument gestoßen. Tja, eine Hitlerrede. Bevor wir damit anfangen, es geht hier nicht darum, Hitler abzufeiern oder zu sagen, er hat recht. Es geht darum, herauszufinden, welche gesamtgesellschaftliche Gemengelage es ihm ermöglicht hat, das Volk hinter sich zu bringen und für seine diabolischen Pläne einzuspannen. Los geht's. In dieser englisch-französischen Welt, da existiert eine sogenannte Demokratie. Sie wissen ja, diese Demokratie zeichnet sich nun durch Folgendes aus. Es heißt, dass das die Herrschaft des Volkes sei. Nun muss das Volk ja doch irgendeine Möglichkeit besitzen, seinen Gedanken oder seinen Wünschen Ausdruck zu geben. Wenn man sich nun näher dieses Problem ansieht, dann kann man feststellen, dass das Volk an sich primär dort gar keine Überzeugung hat, sondern die Überzeugung selbstverständlich, wie übrigens überall, vorgesetzt erhält. Oha! Demokratiekritik vom Diktator höchstpersönlich. Allerdings in ehrlicher Form. Er sagt, wie übrigens überall. Also bezieht er sein eigenes Schreckensregime mit ein. Er sagt, das Volk bekomme überall seine Überzeugungen vorgesetzt. Es seien gar nicht seine eigenen. Auch nicht in der Demokratie. Trifft das bei uns heute zu? Entscheidet selbst. Und das Entscheidende ist nun, wer setzt diese Überzeugung eines Volkes fest? Wer klärt ein Volk auf? Wer bildet ein Volk? In diesen Ländern regiert tatsächlich das Kapital. Das heißt, es ist eine Schar von einigen hundert Menschen letzten Endes, die im Besitz unermesslicher Vermögen sind und die infolge der eigenartigen Konstruktion des Staatslebens dort mehr oder weniger gänzlich unabhängig und frei sind. Denn das heißt, wir haben hier Freiheit und sie meinen damit vor allem freie Wirtschaft. Und unter freier Wirtschaft wieder verstehen Sie die Freiheit, Kapital nicht nur zu erwerben, sondern auch vor allem Kapital frei wieder zu verwenden. Frei zu sein in der Erwerbung des Kapitals von jeder staatlichen, das heißt volkslichen Aufsicht, aber auch in der Verwendung des Kapitals frei zu sein von jeder staatlichen und volkslichen Aufsicht. Keine Ahnung. Könnte das heute ähnlich sein? Ja. Gucken wir weiter. Das ist in Wirklichkeit der Begriff ihrer Freiheit. Und dieses Kapital nun, es schafft sich zunächst seine Presse. Sie reden von der Freiheit der Presse. In Wirklichkeit hat jede dieser Zeitungen einen Herrn. Und dieser Herr ist in jedem Fall der Geldgeber. Der Besitzer also. Und dieser Herr dirigiert nun das innere Bild dieser Zeitung, nicht der Redakteur. Wenn der heute etwas anderes schreiben will, als dem Herrn passt, dann fliegt er am nächsten Tag hinaus. Diese Presse nun, die absolute, unterwürfige, charakterlose Kanaille ihrer Besitzer ist, diese Presse moduliert nun die öffentliche Meinung. Also an der Stelle komme ich gar nicht drum rum, was zu sagen.
wovon spricht der Mann? Ist das jetzt aus Er ist wieder da oder ist das eine originale Hitlerrede? Nein, Freunde, ihr wisst es, es ist eine originale Hitlerrede. Das kommt mir so bekannt vor. Das hat also die Leute damals so aufgeregt, dass die sich gedacht haben, komm, der Mann räumt da mal richtig auf. Diesen ganzen korrupten Drecksladen, ja. Ich bin ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Na, hören wir mal weiter. Und die von dieser Presse mobilisierte öffentliche Meinung wird wieder eingeteilt in Parteien. Diese Parteien unterscheiden sich so wenig voneinander, als sie sich früher bei uns voneinander unterschieden haben. Sie kennen sie ja, die alten Parteien. Das war immer eines und dasselbe. Meistens ist es sogar in diesen Ländern so, dass die Familien aufgeteilt sind. Einer ist konservativ und der andere ist liberal. Und ein dritter, der ist in England bei der Arbeiterpartei. In Wirklichkeit sind alle drei Familienmitglieder jährlich beisammen und dirigieren ganz genau ihre weitere Haltung. Legen Sie fest. Es kommt noch dazu, dass das auserwählte Volk ja überall eine Gemeinschaft ist und nun tatsächlich alle diese Organisationen bewegt und dirigiert. Daher kommt auch bei einer Opposition dort nichts heraus. Die Opposition ist eigentlich immer das Gleiche und in allen grundsätzlichen Dingen, wo sich doch die Opposition bemerkbar machen müsste, sind sie immer eins und das Gleiche. Da haben sie eine Überzeugung. Ich kriege tatsächlich ein bisschen Gänsehaut. Also wenn ich mir das so anhöre, Herr Schröder... Denken Sie noch mal nach. Wo ist denn unsere Opposition? Diese Parteien mit dieser Presse, die formen die öffentliche Meinung. Nun müsste man doch meinen, dass vor allem in diesen Ländern der Freiheit und des Reichtums ein unerhörtes Wohlleben für das Volk bestehen müsste. Es ist aber umgekehrt. In diesen Ländern ist die Not der breiten Masse größer als irgendwo anders. Da ist dieses reiche England. 40 Millionen Quadratkilometer werden von ihm kontrolliert. Hunderte Millionen kolonialer Arbeiter mit einem erbärmlichen Lebensstandard in Indien zum Beispiel müssen dafür tätig sein. Man müsste nun meinen, in diesem England selbst, da muss dann wenigstens doch jeder Einzelne Teilhaber an diesem Reichtum sein. Im Gegenteil, in diesen Ländern ist der Klassenunterschied der krasseste, den man sich denken kann. Armut, unvorstellbare Armut auf der einen Seite und auf der anderen ebenso unvorstellbarer Reichtum. Leute, ich kann mir nicht helfen. Was er jetzt gerade über England erzählt, erinnert mich so hart an Amerika heute. Also... Müssen wir noch weitermachen oder sind da Parallelen oder hat Hitler es tatsächlich geschafft, die Schwächen dieser Demokratie derart krass für sich zu nutzen? Und das nochmal, setzt Hitler ja nicht ins Recht. Es zeigt nur, welche unhaltbaren Zustände gesamtgesellschaftlich ihm überhaupt erst den Rückhalt in der Bevölkerung verschaffen konnten. Sie haben nicht ein Problem gelöst. Das sind Länder, die über die Schätze der Erde verfügen. Und ihre Arbeiter, die hausen in erbärmlichen Lücken. Länder, die über die Bodenschätze der Welt verfügen. Und die breite Masse ist miserabel gekleidet. Länder, die mehr als genügend an Brot und an all solchen Früchten haben können. Und Millionen ihrer unteren Schichten haben nicht genug, um sich nur den Magen einmal vollzufüllen, laufen verhungert herum. Leute, die auf der einen Seite es fertig bringen könnten, eine Welt mit Arbeit zu versehen, müssen es erleben, dass sie nicht einmal mit der Erwerbslosigkeit in ihrem eigenen Lande aufräumen können. Dieses reiche England hat jahrzehntelang jetzt 2,5 Millionen Erwerbslose gehabt. Dieses reiche Amerika 10 bis 13 Millionen Jahr für Jahr. Dieses Frankreich 600.000, 700.000. Ja, meine Volksgenossen, was wollten wir dann erst von uns sagen?
aber es ist auch verständlich. In diesen Ländern der sogenannten Demokratie wird ja überhaupt gar nicht das Volk in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Was entscheidend ist, ist ausschließlich die Existenz dieser paar Macher der Demokratie. Das heißt also, die Existenz dieser paar hundert gigantischen Kapitalisten, die im Besitz ihrer ganzen Werke, ihrer ganzen Aktien sind und die letzten Endes damit diese Völker ausschließlich dirigieren. Die breite Masse interessiert sie nicht im geringsten. Die interessiert sie genau wie früher unsere bürgerlichen Parteien nur die Wahlzeit. Die Macher der Demokratie? Die paar hundert, die mit ihren Aktien und in ihrem Reichtum schwelgen? Die sich wie damals die Parteien für das Volk überhaupt nicht interessieren, außer in den Wahlperioden? Dann brauchen sie Stimmen. Sonst ist ihnen das Leben der breiten Masse vollkommen gleichgültig. Dazu kommt noch der Unterschied der Bildung. Ist es nicht geradezu spaßhaft, wenn wir jetzt hören, dass ein englischer Arbeiterparteiler, der im Übrigen als Oppositioneller von der Regierung offiziell bezahlt wird, wenn ein englischer Arbeiterparteiler sagt, wenn der Krieg zu Ende geht, dann wollen wir auch in sozialer Hinsicht einiges machen. Vor allem, es soll dann auch der englische Arbeiter einmal reisen können. Das ist ausgezeichnet, dass sie jetzt draufkommen, dass das Reisen nicht nur für Millionäre da sein soll, sondern auch für das Volk. Das haben wir aber bei uns schon immerhin seit einiger Zeit gelöst, diese Probleme. Habt ihr das gehört? Dass Reisen nicht nur für Millionäre da ist. Das, da kommen sie jetzt drauf in England. Das haben wir ja schon immerhin seit einiger Zeit schon gelöst. Auch der gute Adolf hat sich mal versprochen. Nicht hier der Gute, ne? Sondern der böse Adolf. Nein, glauben Sie, in diesen Staaten, das zeigt ihre ganze Wirtschaftsstruktur, da herrscht letzten Endes unter dem Mantel der Demokratie der Egoismus einer verhältnismäßig ganz kleinen Schicht. Und diese Schicht wird nun von niemand korrigiert und kontrolliert. Und es ist verständlich, wenn daher ein Engländer sagt, wir wollen nicht, dass unsere Welt irgendwie zugrunde geht. Sie haben recht. Sie wissen ganz genau, ihr Imperium wird von uns gar nicht bedroht. Aber Sie sagen sie mit Recht, wenn diese Gedanken, die in Deutschland populär werden, nicht beseitigt und ausgerottet werden, dann kommen sie auch über unser Volk. Und das ist das Gefährliche. Das wünschen wir nicht. Es würde ihnen gar nicht schaden, wenn es käme. Aber sie sind so borniert, wie bei uns auch viele borniert waren. Sie lieben auf dem Gebiet einfach ihre konservative, bisherige Praxis. Sie wollen sich davon nicht entfernen. Sie sind borniert, wie es bei uns auch viele waren. Machen wir uns nichts vor, Hitler hat sie unter die Erde befördert. Naja, sie lieben, zumindest in diesem Bereich, ihre konservative Praxis. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich bin jetzt völlig durcheinander. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiterhören, um mir da irgendwie ein Urteil drüber bilden zu können. Sie machen kein Hehl daraus. Sie sagen, diese ganzen Methoden passen uns nicht. Und was sind denn das für Methoden? Ja, wissen Sie, meine Kameraden, ich habe ja in Deutschland nichts zerschlagen. Ich bin immer sehr vorsichtig vorgegangen. Weil ich, wie gesagt, glaube, dass wir uns das gar nicht erlauben können, etwas in Trümmer zu legen. Es war mein Stolz, dass die Revolution 33 ohne eine kaputte Fensterscheibe abging. Aber trotzdem haben wir ungeheure Wandlungen herbeigeführt. Ich will nur ein paar grundsätzliche Auffassungen sagen. Da ist zunächst die erste Auffassung. In dieser Welt der kapitalistischen Demokratien, da lautet der wichtigste Wirtschaftsgrundsatz. Das Volk ist für die Wirtschaft da und die Wirtschaft ist für das Kapital da. Und wir haben nun diesen Grundsatz umgedreht, nämlich das Kapital ist für die Wirtschaft da und die Wirtschaft ist für das Volk da. Das heißt mit anderen Worten, das Primäre ist das Volk, alles andere ist nur ein Mittel zum Zweck. Das Kapital ist für das Volk da. Das Volk
ist das Primäre. Alles andere ist nur Mittel zum Zweck. Und wer sich nicht an meine Regeln hält, der ist nicht Teil des Volkes. Den stelle ich an die Wand und den knall ich ab. Wir wollen das hier natürlich nicht versüßen irgendwie, was der Mann gemacht hat. Aber wir fragen uns immer noch, welche Zustände konnten ihm so in die Hände spielen? Und so langsam, weiß nicht, wie es euch geht, ey, wird mir einiges klar. Das ist das Dreck. Wenn eine Wirtschaft es nicht fertigbringt, ein Volk zu ernähren, zu begleiten und so weiter, dann ist sie schlecht. Ganz gleichgültig, ob mir ein paar hundert Leute sagen, aber für mich ist sie gut. Du, wir interessieren gar nicht die Dividenden, ich bezweifle nicht, dass in unserem Staat das nicht möglich ist, ja, es darf nicht einmal sein. Wir haben hier Grenzen gezogen. Man sagt sofort, Sie terrorisieren die Freiheit. Jawohl, die terrorisieren wir, wenn die Freiheit auf Kosten der Gemeinschaft geht. Dann beseitigen wir sie. Okay. Wir terrorisieren die Freiheit, wenn sie auf Kosten der Gemeinschaft geht. Also, wenn sich jemand unsolidarisch verhält, auf Kosten der Gemeinschaft, zum Beispiel indem er keine Maske trägt, weil er zu frei ist oder denkt, das macht keinen Sinn, dann wird er unschädlich gemacht. Haben wir hier vielleicht irgendwie eine Mischung aus kapitalistischem demokratischen Parteiensystem und Adolf Hitler? Also Diktatur, also Adolf Hitler, böse. Joschka Fischer darf Hitler-Vergleiche machen. Wir Normalbürger dürfen das natürlich nicht. Aber Diktatur ist so? Und dieser Applaus. Leute, mir wird anders. Diese Leute haben die Möglichkeit, ich will Ihnen ein Beispiel sagen, aus ihrer Rüstungsindustrie 76, 80, 95, 140, 160% Dividende einzustreichen. Ja, natürlich. Sie sagen, wenn diese deutschen Methoden um sich greifen, hört sich das auf. Da haben Sie vollkommen recht. Das werde ich nicht dulden. Ich glaube, dass 6% genügend sind. Aber von diesen 6% nehmen wir auch wieder die Hälfte weg. Und von dem Rest müssen wir den Nachweis wissen, dass das wieder im Interesse der Volksgemeinschaft angelegt wird. Das heißt also, der Einzelne hat nicht das Recht, vollkommen frei über das zu verfügen, was im Interesse der Volksgemeinschaft angelegt werden muss. Wenn er persönlich darüber vernünftig verfügt, ist es gut. Wenn er nicht vernünftig verfügt, dann greift der nationalsozialistische Staat ein. Oder ein anderes Beispiel. Außer diesen Dividenden gibt es dann die sogenannten Aufsichtsratsgebühren. Sie wissen vielleicht noch gar nicht, wie furchtbar die Tätigkeit eines Aufsichtsrates ist. Man muss also da im Jahr... Man muss also da im Jahr einmal eine Reise tun. Man muss dann zur Bahn gehen, man muss sich dann in die erste Klasse hineinsetzen und muss irgendwo hinfahren. Und dann muss man in ein Lokal hineingehen um 10 Uhr oder um 11 Uhr, je nachdem. Und dann wird dort ein Bericht verlesen und da muss man dann zuhören. Und wenn der Bericht verlesen ist, dann muss man anhören, dass ein paar etwas sagen dazu. Und das kann natürlich auch sogar über die Essenszeit dauern, kann 1 oder um 2 Uhr werden. Und nach 2 Uhr muss man wieder aufstehen. Und man muss dann wieder seine Reise zurückmachen. Wieder zurückfahren muss man. Erster Klasse wieder zurückfahren. Und es hat wohl da jeder das Recht, dass er dann im Jahr so 60 oder 80 oder 100.000 Mark, das war bei uns früher auch, als Entschädigung fordert. Denn er versäumt ja anscheinend sehr viel und außerdem die Anstrengung muss sie auch bezahlt machen. Diesen Unverschieden. Diesen Unfug, den haben wir allerdings bei uns eben beseitigt.
denn es ist nur eine Verschleierung von Gewinnen gewesen, weiter gar nichts. Und vor allem ist ein Mittel zur Bestechung, denn die Herren Abgeordneten sind Aufsichtsräte. Aus der Frankfurter Allgemeine von 2013: Gefährliche Ämterüberhäufung. Flughäfen messen Landesbanken. Oft wird Politikern vorgeworfen, dass sie Unternehmen nicht richtig beaufsichtigen. Vielleicht haben sie zu wenig Zeit. Unsere Recherche zeigt, sie sitzen in vielen Aufsichtsräten, vor allem die Landesminister. Besonders viele Mandate hat Nils Schmid aus Baden-Württemberg. Er ist nicht nur Wirtschafts- und Finanzminister in einem, sondern auch Aufsichtsrat und Verwaltungsratsvorsitzender von drei Unternehmen: Landesförderbank, der Wirtschaftsförderung und der Landesagentur für Elektromobilität. In der Landesbank ist er stellvertretender Aufsichtsrat und als einfaches Mitglied soll er noch den Energieversorger NBW und die Staatsbank KfW beaufsichtigen. Aha. Auch der saarländische Wirtschaftsminister Heiko Maas sitzt in 6 Aufsichtsräten. Der bayerische Finanzminister Markus Söder beaufsichtigt 4 Unternehmen als Aufsichtsratsvorsitzender. In 2 ist er einfacher Verwaltungs- oder Aufsichtsrat. Hier habe ich eine Liste. Landespolitiker in Aufsichtsräten öffentlicher und teilöffentlicher Unternehmen. Diese Liste ist deutlich länger, als ich hier zeigen kann. Also, ihr findet den Artikel in der Videobeschreibung. Okay. Weiter. Ich weiß, es ist schwer zu verdauen, aber wir machen einfach weiter. Bis zum bitteren Ende. Das war bei uns auch. Wir haben das beseitigt. Kein Abgeordneter darf auf die Straße sein. Es sei denn, Gänzen unbezahlt. Irgendeine Bezahlung ist ausgeschlossen und da geht jede Form ausgeschlossen. In diesen anderen Ländern ist das eben nicht. Sie sagen nun, ja, das ist für uns ein heiliger Staat, das gebe ich zu, der macht sich auch bezahlt dafür. Aber ob der Staat auch für die Völker heilig ist, das ist etwas anderes. Ich glaube, für die Völker ist das schädlich. Ich glaube, das kann man nicht aufrechterhalten, dass ein Mensch ein ganzes Jahr schuftet und arbeitet und dann einen demgegenüber geradezu lächerlichen Lohn bekommt und ein anderer, der setzt sich einmal in eine Sitzung hinein und streicht dafür nun ungeheuer Geld ein. Ja, vielleicht wird der Adolf deshalb auch Verführer genannt, weil er scheinbar so genau wusste, was sein Volk richtig zur Weißglut bringt. Er konnte es auch sehr gut formulieren und sehr gut an den Mann bringen mit seiner Überzeugung und seiner Stimme. Tja, zum Glück haben wir heute nicht so jemanden. Zum Glück haben wir hier alle Gandhis in der Querdenken-Demo. Obwohl, Attila Hildmann, nein, ganz schwach im Vergleich dazu. Das sind unmögliche Zustände. Wir Nationalsozialisten treten auch auf der anderen Seite jeder Gleichmacherei entgegen. Wenn heute einer durch seine Genialität etwas Gewaltiges erfindet, durch seine geistige Arbeit und seinen ungeheuren Nutzen bringt, dann sind wir großzügig. Das ist dann Arbeit. Der Mann nützt dann unsere Volksgemeinschaft. Aber als Drohne in dieser Volksgemeinschaft leben, das müssen wir allmählich unmöglich machen. Und sehen Sie nun, das könnte ich ins Endlose erweitern. Aber das sind nun 2 Welten, die da gegeneinander stehen. Und Sie haben ganz recht in England, wenn Sie sagen, mit der Welt können wir uns nie versöhnen. Wie kann sich auch so ein Kapitalist mit meinen Grundsätzen versöhnen? Ich mache hier Schluss, liebe Freunde. Wie kann sich auch so ein Kapitalist mit meinen Grundsätzen versöhnen? Natürlich, es waren seine Grundsätze, weil er war Deutschland, Hitler war völlig durch. Das war ein unfassbares Grauen. Es war einfach nur diabolisch, was da abging. Aber was uns diese Rede, glaube ich, zeigen kann, ist der Schlüssel zu den Herzen der Menschen, den Hitler genutzt hat. Und der Schlüssel zu den Herzen der Menschen war ihr absoluter Überdruss, dieser widerlich
korrupten, verseuchten demokratischen Zustände. Jetzt ist die Frage, haben wir wieder 1933 oder haben wir, komm Florian, sag du's. Aber vielleicht ist 1929 jetzt. Ich glaube, diese Rede zeigt, wir sind viel, 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 viel näher dran, als sich viel, 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 viele Menschen in diesem Land sich das vorstellen oder wünschen würden. Da müssen wir genau hingucken. Und ich kann verstehen, wenn ich sowas höre, ich kann verstehen, warum dieser Mann, warum diese Zeit so absolut tabuisiert wird. Und eine gesunde Aufarbeitung dieser Zeit, die mehr als 70, 80 Jahre zurückliegt, nicht möglich, nicht gewünscht, nicht gewollt ist. Warum er weiter als Schreckengespenst in unseren Köpfen herumspukt und uns nach wie vor auf die Finger schlägt, wenn wir zu systemkritische Gedanken entwickeln. Ja, natürlich, dann sind wir alle rechts. Und dann sind wir potenzielle Menschenfresser. Der Teufel, Satan. Denn Hitler ist nichts anderes als das für uns, in unserem Narrativ. Der Satan höchstpersönlich, derjenige, der das Volk verführt hat und es in den Abgrund geschickt hat. Aber stellt euch die Frage, wer und welche Zustände haben solche Reden erst möglich und wirksam gemacht? Stellt euch diese Frage. So, liebe Freunde, das war's von mir. Schaut in unseren Deframing-Merch-Shop rein, da gibt's eine neue Edition. Lass mich dein Trigger sein. Ich habe sie mir schon bestellt, ich hoffe, ihr tut das auch und ich würde sagen, bleibt uns gewogen. Bleibt sauber, seid gesegnet, lasst das ein bisschen auf euch wirken, verdaut es und dann antwortet dieser Welt mit Lebensfreude und Liebe. Bless up yourself!